jetzt das Form-Update an, Freunde, von Derek Lunsford. Derek Lunsford, für die, die ihn nicht kennen, war ehemaliger 212er-Athlet, ist dort auch mehrmals Mr. O gewonnen, hat dann den Klassenwechsel gemacht in die Open und hat direkt beim ersten Anlauf, wenn ich mich nicht irre, direkt den zweiten Platz gemacht, direkt hinter Hadi Choopan. Und ich habe gerade auf Instagram dieses Reel gesehen, was wir jetzt hier auch auf YouTube gefunden haben. Das ist einfach nur unfassbar, mit was für einer Form, Off-Season-Form er in die Prep reingeht. Mit was für einer fleischigen Form. Zieht euch das mal bitte rein, Freunde. Irre. Ich habe hier einen Kanal gefunden mit einem Intro, ich weiß nicht, aber das Video kommt gleich. Wahnsinn. What's up guys and welcome. You are watching Fazzy Fitness. By the time I upload this video on YouTube, I'm sure this pausing video of Derek Lunsford. Guckt euch bitte dieses Update an. Krank, oder? Die fleischigen Beine, Digga. Mit was für Einschnitten. Obenrum. Unfassbar, Junge. Was ist das für ein Volumen? Over Instagram bodybuilding pages. This video was taken a week back. So that makes it for und der Latt und dann mit so einer schmalen Taille, Digga. 14 weeks out of the Olympia 2023. There are absolutely no flaws in his physique from the front. Even the legs are looking massive this year. And he is up 10 pounds right now compared to the same timeline last year. 10 pounds schwerer als letztes Jahr. Und bereits letztes Jahr wurde er Zweiter, ne? But I will have to say in a better condition. If we really are nitpicking. Die Condition ist jetzt nicht sonderlich schlechter mit 10 pounds mehr. In his physique. Because a lot of you guys have a problem with his biceps. Then, yes, I agree, the only thing that he... Ich bin auf die seitlichen Posen und auf den Rücken gespannt. Ich hoffe, dass man das sieht. He needs his better bicep peaks. Other than that, that is... Other than that, Junge, das ist bestimmt so ein Chineser, Alter, sein Kanal hier. A perfect physique right there. His lats are so damn impressive. And that is exactly what makes Derek's front double and back double bicep totally and completely invincible. I don't think anyone is beating him in those shots. As Derek said so himself, hat natürlich hier, das ist ein bisschen blöd, ne? Der eine ist frontal gefilmt, Derek ein bisschen von unten, da wirkt das Ganze, Junge, da sieht er sogar noch aus wie ein Classic-Athlet in der Pose, ne? The Choopan on paper is gonna be his biggest competition. The field is gonna be even for both Derek and Hadi. Because just like Derek, Hadi Choopan didn't do any show post. So, jetzt haben wir Hadi Choopan in dem Video. Auch sehr, sehr spannend. Er wird auch darüber reden. Olympia last year. So this has been an improvement season for him all year. Ist natürlich eine geile, hat er auch gerade gesagt, hat eine geile Off-Season für Hadi Choopan, da er keine Wettkämpfe gemacht hat, weil er direkt qualifiziert war, ne? Genauso wie Derek. Also die beiden konnten sich komplett auf die Mr. Olympia qualifizieren. I'm sure Hadi also is gonna be a few pounds heavier than last year for sure. But we expect to see him in the condition of his lifetime. Hadi is a guy who trains like an animal throughout the year. His strengths are totally different compared to Derek or Samson Dauda. Unlike them. Hat er sich von Chris Kalle abgeguckt, ne? Die Technik. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Who have a Starlex as their main weapon. Hardy relies on rock hard and dense conditioning. And so far, I don't think anyone can beat Hardy in that department. So the. Also Freunde, was meint ihr? Haut's mal in den Chat. Wer wird dieses Jahr Mr. O in der offenen? Wir reden ja immer über die Classic, aber haut's mal in den Chat. Was denkt ihr, was in der offenen abgehen wird? Olympia 2023 is gonna be a battle that. Ich sag tatsächlich Top 3, Derek dieses Jahr auf Platz 1, Hadi auf der 2, Samson Dauda auf der 3. Wobei Samson gefällt mir am allerbesten von allen Open Bodybuildern aktuell. Danke dir, mein Lieber, für die netten Worte. Ich weiß leider nicht, wie viel die Athleten wiegen aktuell. That will be remembered for a long time.
Wahnsinn. I am really glad to see that Terence. So, komm, den gucken wir uns auch nochmal an. Terence Ruffin. Ruffin is posting more about his own physique. That is 10 weeks out. Classic-Athlet, auch immer sehr, sehr gefährlich. Ist der beste Poser weltweit aktuell. Gibt's keinen besseren, finde ich. Of Legion Sports. Which I'm sure Terence is just gonna smash. Aber was ist denn da gerade passiert? Wieso sieht er so schmal aus, Alter? Was ist mit seinem Arm los? He is an elite classic physique competitor. And interestingly, hier sieht man es schon allein an den Bildern, wie unfassbar gut er posen kann, ne? The only guy in the Olympia lineup right now, who has been competing since 2016. The year classic physique was created. Terence was 9th on his first Olympia. And his physique has evolved so much over the years. So Terence's own views on why the Olympia 2022 wasn't a success was because he missed out on his peak. And some of the other guys in the top 5. Letztes Jahr hat er verkackt, der hat seine Form nicht auf dem Tag X perfekt hingepackt, ne? Der hat schlecht gepiekt. Eine kleine Clan abonniert, danke dir, mein Lieber. Was hältst du vom Macker? Gar nichts, kannst in den Müll schmeißen. I've absolutely nailed it. So it is a big year for Terence ahead. Got to earn back the top placing. So what are the chances of that happening? Ross Patrick. So, das war's mit diesem Video, Freunde, weil die anderen Athleten, die da gezeigt werden, die kenne ich überhaupt gar nicht. Ist auch nicht der Rede wert. Wir wollten natürlich insbesondere uns die Form reinziehen von Derek Lunsford. Also, ich denke mal, Derek wird's machen dieses Jahr. Es wird CBAM in der Classic und ansonsten wird es natürlich spannend, was die anderen Plätze angeht. Ne? Es ist alles möglich. Louis KRT, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.